Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. In diesem Video werde ich euch eine Einführung in die russische Verteidigung geben. Das Video richtet sich insbesondere an Anfänger und Amateure, aber auch an fortgeschrittene Vereinsspieler, würde ich mal sagen, die einen Einblick in die russische Verteidigung schon immer mal wagen wollten. Die russische Verteidigung beginnt nach den folgenden Zügen. Wenn Weiß die Partie mit E4 beginnt, haben wir immer das Problem mit Schwarz. Ja, wenn wir E5-Spieler sind zum Beispiel, na, das ist der häufigste Zug, neben erstens C5 sizilianisch, Beispiel Springer F3 in den meisten Fällen, dass wir, wenn wir hier mit Springer C6 fortsetzen, sehr viel Theorie kennen müssen. Ja, da gibt es die spanische Partie, da gibt es die italienische Partie, die Weiß sehr häufig spielt. Dann gibt es natürlich aber auch Schottisch, um nur drei Eröffnungen zu nennen. Und dahinter verbergen sich noch viele, viele Varianten und auch viele Gambits. Und es ist für Schwarz nicht sehr leicht, in diesem Dschungel an Varianten zurechtzukommen. Und aus meiner Sicht ist die russische Verteidigung, die jetzt nach Springer F6 entsteht, eine sehr, sehr solide Wahl, um dem Weißen den Antrieb direkt aus der Eröffnung rauszunehmen. Das ist eine sehr solide Eröffnung und das werden auch die Varianten zeigen. Die russische Verteidigung ist generell nicht besonders beliebt, völlig zu Unrecht, wie ich finde. Das liegt daran, dass die Leute auf das viele meinen, man muss mit, egal mit welcher Farbe, direkt auf Aggression aggressiv spielen, direkt um Initiative kämpfen und direkt aus der Eröffnung heraus ungeduldig um den vollen Punkt kämpfen. Für solche Spieler ist, also für Spieler, die sehr taktisch angehaucht sind, die unbedingt immer sehr aggressiv spielen müssen, da, für diese Leute ist Russisch vielleicht die falsche Wahl, aber einerseits macht es Sinn, sein Repertoire natürlich zu erweitern. Repertoire heißt, dass man mehrere Eröffnungen im Petto hat. Man muss ja nicht immer Russisch spielen, man kann ja auch eine andere Eröffnung spielen. Andererseits ist es aber auch für Anfänger, wie ich finde, und auch für Amateure auch wichtig, eine Eröffnung zu spielen, gerade mit Schwarz, wo man solide rauskommt, wo man die ersten 5 bis 10 Züge unfallfrei überlebt. Und aus meiner Erfahrung, was ich jetzt auch über die Jahre mit einigen Schülern getestet habe und herausgefunden habe, ist, dass Russisch eine wirklich sehr, 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 sehr solide Wahl ist. Und gar nicht so Remis-verdächtig. Auf Anfänger- und Amateurniveau ist es sowieso egal, ob objektiv eine Eröffnung eher zum Remis neigt oder taktisch angehauchtes Spiel damit befördert wird, weil sowieso sehr viele Fehler gemacht werden. Aber es ist erstmal wichtig, ins Spiel zu finden. Und dafür ist Russisch eine wirklich gute Wahl. Gut, jetzt schauen wir uns mal ein paar Varianten an. So, wir fangen jetzt nicht mit der Hauptvariante an. Die machen wir zum Schluss. Das liegt daran, dass aus meiner Erfahrung in dieser Stellung, was macht Weiß sehr häufig? Also auf Amateurniveau ist Weiß häufig sehr überrascht, weil Russisch kommt so selten vor mit Schwarz. Er weiß nicht so richtig, was er machen soll. Er lässt sich nicht auf die Hauptvariante ein. Die Hauptvariante ist, den Bauern zu schlagen auf E5, den ja Schwarz angeboten hat. Viele reagieren hier mit Zügen wie, ich zeige euch mal diesen Zug, D3. Decken den Bauern auf E4 mit D3. Aber ich kann euch verraten, dieser Zug ist schon ein bisschen zu passiv, weil er sperrt den Läufer auf F1 ein. Und hier bekommt Schwarz wunderschönes Spiel. So, Weiß hat den Bauern auf E4 gedeckt. Schwarz muss jetzt auch den Bauern auf E5 decken, denn der ist immer noch angegriffen. Vergessen wir das nicht. Springer C6. Wir entwickeln Springer, decken den Bauern auf E5. Jetzt Läufer E2. D5. So, da Weiß passiv gespielt hat, gibt uns das die Möglichkeit, direkt aktiv im Zentrum vorzugehen und mit zwei Bauern das Zentrum zu besetzen. Goldene Regel Nummer 1. Weiß muss den Bauern decken mit Springer BD2, ist am besten. Springer C3 ist schon eine ernsthafte Ungenauigkeit hier, weil dann Läufer B4 kommt und den Springer auf C3 fesselt. Also Springer BD2 und jetzt hier trotzdem, Läufer nicht trotzdem, sondern Läufer C5. Und Schwarz steht hier aus der Öffnung heraus wunderbar, hat aktive Figuren, Leichtfiguren, dann mit zwei Bauern das Zentrum besetzt, wird ruchieren und wenn Weiß am Königsdarmflügel expandieren möchte, wie ich das mit den Pfeilen angezeigt habe, dann kann er das mit A5 stoppen. So, statt drittens D3 haben wir noch einen Zug, der immer wieder gespielt wird, ist Springer C3. Weiß deckt den Bauern mit Springer C3. So, hier können gewiefte
E5-Spieler mit Springer C6 in das sogenannte Vier-Springer-Spiel überführen. Aber ich zeige euch mal, was der geneigte Russisch-Spieler spielt. Hier spielen viele Russisch-Spieler Läufer B4. Entwickeln diesen Läufer, greifen den Springer an. Und ich zeige euch jetzt mal eine ganz wichtige Variante. So, Weiß, wenn er diesen Bauern auf E5 schlägt, dann bekommt Schwarz Entwicklungsvorsprung mit kurzer Rochade und wird seinen Bauern bald zurückbekommen. Die Idee ist einfach, den Turm nach E8 zu stellen. Hier geht es in der Hauptvariante weiter mit Läufer E2. Und dann Turm E8, greift den Springer an, der muss zurück. Oder er kann auch D4 spielen, hier der Weiß, aber dann kommt D6. So oder so, Schwarz wird seinen Bauern zurückbekommen. Hier Läufer schlägt C3 nach Springer D3, D schlägt C3 und Springer schlägt E4. Eine ausgeglichene Stellung. Schwarz hat seinen Bauern wiederbekommen, wird einen Bauern ins Zentrum stellen, seine Leichtfiguren problemlos entwickeln. Die Variante ist ziemlich harmlos. Gehen wir zurück nach Springer F6. Was gibt es hier noch? Bevor wir zum absoluten Hauptzug Springer schlägt E5 kommen, gucken wir uns kurz diesen Zug an, D4. Den zeige ich nur der Vollständigkeit halber, aber auf Amateurniveau glaube ich nicht, dass dieser Zug häufig vorkommen wird. Ich habe den auch ehrlich gesagt bei vielen Partien so bei Amateuren oder Anfängern noch nie gesehen. Das ist eher so ein Profizug. D4 stellt einen zweiten Bauern ins Zentrum, der Weiße, attackiert den Bauern E5 noch einmal. Gut, jetzt nehmen wir den Bauern auf E4. Weiß greift unseren Springer an mit Läufer D3, das ist der Hauptzug. Den decken wir mit D5. So, jetzt nimmt Weiß auf E5 mit dem Springer. Und diesen Springer attackieren wir sofort mit Springer D7. Den wollen wir loswerden. Weiß nimmt raus in der Hauptvariante und rochiert. So, jetzt entwickeln wir den Läufer nach D6. Es folgt C4 mit Angriff auf diesen Bauern. Den müssen wir decken, C6. Weiß schlägt einmal auf D5 und spielt Springer C3. Den nehmen wir weg, B mal C3 und jetzt Rochade. So, jetzt kann Weiß hier mit Dame H5 einen Doppelangriff starten auf den Bauern H7 und den Bauern D5. Das blocken wir natürlich mit G6, damit es nicht matt ist. Dame schlägt D5, Weiß gewinnt hier vorübergehend einen Bauern, aber nach Dame C7 greift Schwarz auf H2 an und den Bauern auf C3. Die schwarzen Türme werden in die Mitte kommen. Die weiße Dame steht nicht gut auf D5. Und diese Stellung hier, die wurde schon so häufig gespielt im Fernschach, im Turnierschach. Also die ist total ausgeglichen. Ne? Aber ich muss jetzt hier stoppen, weil noch weiter würde keinen Sinn machen jetzt hier für dieses Video. Und nochmal, ich glaube nicht, dass dieser Zug drittens D4 in der Praxis eines russischen Spielers auf Anfängerniveau oder Amateurniveaus häufig vorkommen wird. Im Gegenteil. Kommen wir zum Hauptzug schon. Springer F3, Springer F6. Das ging aber schnell. Ich gucke mal kurz durch. Ja, Springer schlägt E5. Das ist mit Abstand der Hauptzug. Weiß nimmt einfach den Bauern. So, und hier muss man vorsichtig sein. Als Schwarzer. Man darf jetzt nicht auf E4 schlagen. Man muss hier D6 spielen und den Springer attackieren. Was passiert, wenn man auf E4 nimmt? Auf Anfängerniveau habe ich sowas schon häufig gesehen. Das ist aber gefährlich. Denn Weiß kann jetzt Dame E2 spielen, den Springer angreifen. Und auf der offenen Linie, da sind jetzt die Bauern ja weg, droht jetzt Ungemach. Schwarz muss vorsichtig sein. Es gibt hier nur einen Zug, der nicht verliert. Und das ist Dame E7, dieser Gegenangriff hier. Ein ganz großer Fehler ist zum Beispiel Springer F6, wenn man zurückgeht. Denn dann folgt Springer C6, Abzugsschach. Und Schwarz verliert seine Dame. Also zurück. Nach viertens Dame E2 ist Dame E7 der einzige Zug. Hier geht es weiter mit Dame schlicht E4. Und Schwarz bekommt seine Figur wieder mit D6. Das Problem ist, der Springer kann nicht ziehen, weil dahinter die Dame steht. Der ist gefesselt. Hier geht es weiter mit D4. Gut, in der Hauptvariante bekommt Schwarz tatsächlich seinen Bauern wieder mit D schlicht E5. Erstmal die Figur wieder, D schlicht E5 und jetzt Springer C6. Greift den Bauern zweimal an. Und hier sollte man als Weißer am besten mit Springer C3 einfach den Bauern zurückgeben. Und die Praxis hat gezeigt, dass Weiß hier so einen kleinen Endspielvorteil hat. Man kann diese Variante spielen aus schwarzer Sicht, aber ich würde es nicht empfehlen. Ich empfehle eher das, was in der Hauptvariante kommt, nämlich Springer schlicht E5 und dann D6. Greift den Springer an, der muss zurück. Und jetzt nehmen wir den Bauern auf E4, haben unseren Bauern wieder. So, es gibt hier zwei Hauptzüge. Bevor wir zu denen kommen, zeige ich erstmal, was passiert denn eigentlich nach Dame E2 hier? Das ist übrigens auch eine Taktikfrage.
Die stelle ich immer wieder so im Training, wenn ich es mit Anfängern zu tun habe oder Amateuren. Dann frage ich sie: So, was machst du jetzt gegen diesen Angriff hier? Wie deckst du den Springer? Und häufig finden die Leute oder die Schüler nicht den richtigen Zug. Es gibt hier nur einen Zug, der nicht verliert für Schwarz. Der Springer ist angegriffen und das Problem ist, der ist gefesselt, dahinter steht ein König. So, wenn jetzt Schwarz den Springer deckt mit D5, dann ist das ein kapitaler Fehler. Dann kommt einfach D3, greift den Springer an. Ja, und der Springer ist weg, weil er kann nicht wegziehen. Das heißt, Schwarz muss den Springer decken mit Dame E7 und gleichzeitig dadurch die Fesselung aufheben. So, diese Stellung ist total ausgeglichen. Hier kann man nach D3, Springer F6, tauschen sich die Damen auf der E-Linie und dann entsteht eine im Prinzip symmetrische Stellung. Und das kann man spielen mit Weiß, aber es ist halt wirklich ausgeglichen, ne? Also es ist nichts Besonderes. Also sehr, sehr solide für Schwarz. Gehen wir zurück zur Stellung nach Springer schlicht E4 von Schwarz. Es gibt, wie gesagt, zwei Hauptzüge hier. Kommen wir zum ersten. Springer C3. Vielleicht ist das sogar inzwischen der Hauptzug Nummer 1, aber traditionell ist D4 der Hauptzug, zu dem wir später kommen werden. Springer C3 greift den Springer auf E4 an. So, der beste Zug hier ist Springer schlicht C3. Einfach den Springer tauschen. Jetzt nimmt Weiß mit dem D-Bauern. In diesem Fall wichtig, damit der Läufer auf C1 sehr schnell ins Spiel kommt. Weiß plant hier den Läufer nach F4 zu entwickeln in der Regel, dann Dame D2, ne, nach E3 glaube ich in der Regel, Dame D2 und dann lange Rochade. Schwarz hat hier zwei Optionen. Entweder er entwickelt sich jetzt so, dass er lang rochiert oder dass er kurz rochiert. Das ist so ein bisschen Geschmackssache auch. Ich meine, in den letzten Jahren hat Schwarz hier fast immer die kurze Rochade gewählt. Davor war lange Rochade sehr viele Jahre, bei den Profis allerdings. Das hatte ich vergessen zu erwähnen am Anfang. Russisch ist bei Amateuren, Anfängern nicht so beliebt, aber bei den Profis gibt es immer wieder so ein paar Spezialisten. Zurzeit sind es die chinesischen Großmeister, die sehr viel diese russische Verteidigung spielen, um mit Schwarz möglichst kräftesparend schnell ein Remis zu erreichen auf Profiniveau. Ich kann mich erinnern, einige Jahre lang war auch Wladimir Kramnik ein großer Verfechter der russischen Verteidigung. Irgendwie so 100 Partien gespielt mit Russisch. Ein ganz großer Theoretiker, der frühere Weltmeister. So, was spielt man hier? Schwarz entwickelt den Läufer, Läufer E7, Läufer E3. Und hier kann Schwarz jetzt in den Gang der Ereignisse, ja, hier gabelt sich der Weg. Er kann entweder kurz rochieren oder, also kurz rochieren würde ungefähr so aussehen: Rochgarde, Dame D2, Springer C6, lange Rochade. Aber hier muss man sich auf einen Kampf einstellen auf beiden Flügeln. Nein, ne? Heterogene Rochaden. Hier zum Beispiel ist die Stellung überhaupt nicht langweilig oder remislastig. Hier geht es richtig zur Sache. Man kann aber auch hier nach siebtens Läufer E3, Springer C6 spielen und dann die lange Rochade anstreben, nach diesem Muster hier. Dame D2, Läufer E6, lange Rochade, Dame D7. So. Hier kann man nach König B1, das macht Weiß sehr häufig, A6 erstmal spielen, um Läufer B5 zu verhindern und dann lange Rochade spielen. Bis hierhin. Mehr muss man nicht wissen. Das reicht. So, das waren die Varianten zu fünftens Springer C3. Glaubt mir, auf Profiniveau gibt es noch viel, viel mehr Varianten, aber das reicht, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. So, was ist der Hauptzug hier lautet fünftens D4. Ist logisch, weil Weiß stellt einen Bauern ins Zentrum. So, welchen Zug? D5 mit. Geht immer mit D5 hier weiter. Schwarz stützt mit dem D-Bauern den Springer auf E4. Der Hauptzug ist Läufer D3, attackiert jetzt den Springer auf E4. Ich hatte mal eine Frage in einem Unterricht, ganz interessante Frage. Steht der Springer auf E4 nicht besser als dieser Springer auf F3? Weil der ist ja im Zentrum. Nicht ganz. Das Problem ist hier, dass dieser Springer auf E4 dem Weißen dient, um einen Angriff gegen diesen Springer kreieren. Ihn zu unterminieren, insbesondere mit dem Zug C4 auch. Für Schwarz wäre es eigentlich noch besser, wenn der Springer auf F6 stünde. Dann wäre es die totale Symmetrie und ziemlich ausgeglichen. Das ist übrigens eine Variante aus der französischen Abtauschvariante, wenn der Springer auf F6 jetzt hier stünde. Jetzt hier auf E4 kann Weiß den Umstand ausnutzen, dass er dort steht und ihn angreifen. Und damit natürlich auch ein paar Tempi gewinnen hin und wieder. So, hier droht immer wieder C4. Das ist ein ganz wichtiges Mittel hier für Weiß, um diesen Springer zu unterminieren. Oder die Stellung dieses Springers zu unterminieren. Hier gibt es verschiedene Züge, die Schwarz in der Praxis probiert hat. Läufer E7 ist ein sehr logischer Zug, um die Rochade vorzubereiten.
Springer C6 wird auch gespielt, nebst Läufer E7. Läufer D6 wird, glaube ich, auch häufig gespielt. Hier. Aber den Zug, den ich euch hier zeigen möchte, aus schwarzer Sicht, ist ein Zug, der in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen ist und der nicht viel Theoriewissen benötigt. Läufer F5. Entwickelt den weißfälligen Läufer. Ist ein bisschen unlogisch, erstmal diesen Läufer zu entwickeln, weil das zögert die kurze Rochade hinaus. Aber eine der Ideen ist, den Springer auf E4 weiter zu stützen. Und wenn Weiß C4 spielt, werden wir später sehen, was passiert. Läufer F5, kurze Rochade, Läufer E7, alles normale Entwicklungszüge. So, hier gibt es für Weiß zwei Hauptwege. Entweder er attackiert sofort mit C4 das schwarze Zentrum. Und hier zeigt sich die Idee von Läufer F5, aus meiner Sicht. Man kann hier auf C4 nehmen, denn der Springer auf E4 ist gedeckt. Läufer C4, kurze Rochade. So wurde schon häufig gespielt auf Großmeisterniveau. Weiß hat hier ein Isolani auf D4, bedeutet Isolani bedeutet ein Einzelbauern. Und dieser Bauer kann aber auch stark sein, wenn er weiter vorrückt. In der Praxis zieht Schwarz den Springer nach D6 zurück, greift den Läufer auf C4 an, spielt den anderen Springer nach C6. Und die Praxis hat gezeigt, dass es sich alles im Gleichgewicht befindet, ungefähr. Gehen wir zurück zur Stellung nach 7. Läufer E7. Turm E1, das ist so der Hauptzug. Kurze Rochade. Und hier gibt es wieder den Zug C4. Hier allerdings können wir nicht auf C4 nehmen, weil der E4, der Springer, ist zweimal angegriffen. Das heißt, wir müssen uns entwickeln. Springer C6, dann nimmt Weiß auf D5, Dame D5, Springer C3, das ist die Hauptvariante. Jetzt müssen wir nehmen auf C3, BC3. Ich tausche einfach jetzt alles ab hier, Läufer schlicht D3, Dame schlicht D3 und ziehe den Turm nach E8. Hab jetzt alle meine Figuren entwickelt mit Schwarz und die Stellung ist ungefähr im Gleichgewicht. Wenn Weiß mit diesen, Weiß hat natürlich diese Bauern C3 und D4, mit denen er nach vorne kommen kann, aber Schwarz hat genug Ressourcen, um das zu blocken. Häufig tauscht sich über die E-Linie in meiner russischen Verteidigung ein Turmpaar mindestens ab und dadurch wird das Potenzial aus der Stellung genommen. So, statt 9. C4 haben wir auch Springer C3, aber das schwächt so ein bisschen die weiße Bauernstruktur. Ich würde empfehlen, einfach die Leichtfiguren zu tauschen auf C3 und dann auf D3 und dann Springer C6 folgen zu lassen mit einer ausgeglichenen Stellung. So, der Hauptzug ist 9. Springer BD2, das attackiert den Springer auf E4. So, und hier kommt eine weitere Idee von Läufer F5. Wir ziehen jetzt den Springer zurück nach D6 und bieten den Tausch der weißfälligen Läufer an. Das ist aus weißer Sicht, aus schwarzer Sicht angenehm, wenn die Läufer vom Brett verschwinden, weil das ist ja im Prinzip der eher gute Läufer für Weiß. Und hier kann Weiß auf F5 tauschen, dann nimmt Schwarz wieder. Und hier gibt es ein ganz typisches Manöver für Schwarz, wie er seinen Springer auf B8 ins Spiel bringt. Wenn Weiß spielt häufig Springer F1 und gruppiert den Springer nach G3 um. Das ist die Idee. Hier spielen wir C6, stützen das Zentrum. Und dann wird dieser Springer hier über A6, C7 nach E6 geführt. Das ist ein ganz typisches Manöver hier. Das wir auch in der anderen Variante sehen. So, nach Springer D6, so Weiß muss nicht auf F5 nehmen, er kann auch erstmal Springer F1 spielen, läuft im Endeffekt aufs Gleiche hinaus. Dann nehmen wir halt auf D3, die weiße Dame nimmt auf D3, C6, stützt das Zentrum und hier stoppe ich jetzt. Das ist eine Stellung aus der Partie Jan Nepomniachtchi gegen Wang Hao vom Kandidatenturnier 2020. Die Partie habe ich hier auf diesem Kanal analysiert. Auch hier ist der Plan Springer A6, Springer C7, Springer E6. Der Turm geht häufig nach E8, die schwarze Dame nach D7 oder C7, je nachdem wie die Partie verläuft. Und die Stellung befindet sich ungefähr im Gleichgewicht. Wenn ihr die Partie nachspielen werdet, Nepomniachtchi gegen Wang Hao, werdet ihr sehen, Weiß hat gewonnen, allerdings lag das nicht an der Eröffnung. So, ich glaube, das wäre es schon. Ungefähr 15 Minuten, russische Einführung in die russische Verteidigung. Mit diesen Varianten seid ihr wirklich gut gewappnet, insbesondere als Anfänger, Amateur, um auf erstens E4 einfach eine solide Wahl zu haben, eine solide Basis, um, ich wiederhole immer wieder gerne diesen Ausdruck, unfallfrei aus der Eröffnung zu kommen. Einfach, ne? Damit ihr in der Eröffnung nicht eine Figur einstellt. Wichtig ist hier, alle Figuren werden entwickelt, das Zentrum wird besetzt, der König ist in Sicherheit, die goldenen Regeln werden vernünftig angewandt und man hat eine solide Wahl auf erstens E4. Natürlich später, wenn ihr euer Repertoire erweitern wollt, dann müsst ihr euch natürlich noch was anderes suchen, aber als solide Wahl auf erstens E4 kann ich russische Verteidigung uneingeschränkt empfehlen.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Am besten mit einem Klick auf die Glocke. Klickt auf die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, sobald hier etwas erscheint. Vielen Dank fürs Zuschauen.